Wir werden heute einen kleinen Überblick verschaffen über sparsame Köpfe, sowohl Funnel wie bei mir gerade, als auch Mehrlochköpfe wie beim Alex. Wir haben auch schon die erste Runde gebaut und da zeigen wir euch jetzt gleich nochmal, wie wir das Ganze gebaut haben. So, der erste Kopf, den ich mir bauen werde, ist der Mosaic Quantum. Der kostet 19 Euro und wir können ja nochmal wiegen, ne, wir wissen es auch jetzt, 170 Gramm wiegt. Der Kopf ist damit ein sehr, sehr leichter Kopf. Zum Vergleich, so ein Popo oder sowas, der kann auch 330 Gramm wiegen. Das heißt, das ist einiges mehr. Und wir werden uns jetzt damit einen Kopf bauen. Ich würde sagen, wir versuchen alle so halbwegs auf sparsam zu bauen. Jetzt nicht komplett jedes Gramm rausholen, aber wenn man sich einen von diesen Köpfen holt, dann ist man ja wahrscheinlich drauf aus, ein bisschen Tabak zu sparen. Und ich würde sagen, ungefähr so bauen wir dann auch. Was so ein Ding ist, was mir aufgefallen ist, egal bei welchem sparsamen Funnel, man neigt oft dazu, bei diesen flachen Depots deutlich höher zu bauen, als man muss. Das heißt nicht nur, dass natürlich der Kopfbau an sich ein bisschen anders ist, aber auch das niedriger Bauen muss man teilweise erstmal wieder lernen, habe ich so das Gefühl. Also als ich meinen ersten Lowload bekommen habe, habe ich auf jeden Fall massenhaft Tabak verschwendet, den ich gar nicht hätte gebrauchen können und habe dann wirklich Overpacks geraucht, die viel zu krass waren. Und da muss man ein bisschen reinkommen. Den Mosaic habe ich auch noch nicht ultra oft geraucht. Ich würde sagen, das ist jetzt mein 5., 6., 7. Kopf da drin. Und meine Gedanken zu dem Kopf hört ihr dann danach. Und wir machen uns jetzt noch ein bisschen Blaze mit rein. Wir haben schon RPF von Blackburn und wir haben Canmint von Tangiers. Und dann jetzt noch ein kleines bisschen von dem Lime Hype. Und dann sollte das doch ein leckeres Köpfchen werden, das auch ein bisschen scheppert. Und dann kommt die letzte Gabel rein. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen verteilen. Dann gehen wir wie immer einmal ein bisschen um den Rand, damit wir da erstmal den Tabak mit in den Kopf holen. Und dann versuchen wir noch, den Tabak so zu verteilen, dass er überall ungefähr gleichmäßig liegt. Aber ich will jetzt auch nicht zu doll andrücken, weil ein zu krasses Overpack ist es jetzt auf jeden Fall nicht geworden. Sollte aber auf jeden Fall Overpack / Vollkontakt sein. Ja, ich hätte vielleicht sogar gerade hier in der Ecke hätte ich nochmal 1-2 Gramm weniger nehmen können. Also es geht noch sparsamer als das, was ich jetzt raus habe. Und es sind aber bei mir trotzdem nur 11,4 Gramm, beziehungsweise wenn wir das, was auf dem Rand hängt, noch wegmachen, haben wir eine Tabakmenge von 11,2 Gramm. Also das ist auf jeden Fall sehr nice. So viel zu meinem Kopfbau, jetzt macht sich der Alex noch ein. So, wir bauen uns den Darkside Shot. Ein sehr sparsamer Mehrlochkopf, kostet, ich glaube, 30 Euro und benutze ich sehr, sehr gerne. Ich sollte vielleicht auch die richtige Öffnung finden. Und wir bauen uns einen Mix aus Darkside ein Must-Have. Dazu sei gesagt, natürlich, gerade bei Mehrlochköpfen spielt es nochmal eine wichtige Rolle, da so ein Schnitt, oder dass es natürlich sehr schnittabhängig ist. Weil jetzt hier bei Darkside habt ihr einen relativ groben Schnitt. Und das heißt, wir können hier, achso, vielleicht erstmal zum Gewicht. Wir sind mit dem Kopf bei 264,5 Gramm. Geht eigentlich voll fit für so einen kleinen Kopf. Und wie schon gerade angeschnitten, der Schnitt ist relativ wichtig, gerade bei Mehrlochköpfen. Weil wenn ihr einen groben Schnitt habt, passt natürlich durch die Masse ein bisschen weniger Tabak rein, als bei einem feinen Schnitt, wie zum Beispiel bei Must-Have. Und das schlägt sich natürlich dann auch im Verbrauch einfach wieder. Deswegen dachte ich, wir machen hier einen schönen Mix, sowohl aus ein bisschen gröberem Tabak wie Darkside, als auch ein bisschen Must-Have. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen das hier als Grundlage, ein Black Bee, und werden dazu jetzt noch ein bisschen Pinkman geben. So, auch hier beim Kopfbau von Mehrlochköpfen, sei natürlich gesagt, einfach immer ein bisschen locker rein. Das Ganze verteilen wir dann am Ende noch, natürlich nicht zu sehr andrücken. Also ihr seht schon, haben ein kleines Häufchen. Das sollte wahrscheinlich sogar schon ausreichen, weil wir wollen den Mehrlochkopf natürlich nicht über den Rand bauen, auch nicht unbedingt. Gerade wenn wir sparsam rauchen wollen, reicht das auf jeden Fall auf Randhöhe. Wir können natürlich auch ein bisschen unter dem Rand bauen. Ich persönlich präferiere es immer, ungefähr auf Randhöhe zu bauen, dass der HMD entweder kein Kontakt hat oder gerade so ein ganz kleines bisschen. Und das sieht doch hier schon sehr, sehr gut aus. Ich nehme hier noch eine Flocke mit rein. So, verteilen das Ganze hier noch ein bisschen, dass das alles relativ ebenmäßig ist. Man hätte das auf jeden Fall auch ein bisschen weniger machen können, muss ich sagen. Aber wir sind jetzt trotzdem bei unseren ungefähr 13 Gramm. Und ja, so sieht das Ganze aus. Habt ihr gesehen, wie wir uns die ersten zwei Köpfchen hier gebaut haben, die jetzt auch laufen? Wie gesagt, bei mir der Mosaic Quantum und beim Alex der Darkside Shot. Wir haben noch vier weitere Köpfe, über die wir reden wollen. Zwei sind relativ ähnlich. Das ist einmal Low Load und Low Lip. Yes. Ja, Low Lip, genau. Ja. Ich komme immer durcheinander, ne? Ich aber auch. Ja.
Dann haben wir noch den Magellan und dann haben wir noch die Cosmo Bowl in der Shot-Variante. Bei mir jetzt der Predator, aber wenn da Predator, Dragon oder nichts steht, das ist nur, wie der halt außen aussieht. Ne? Das Wichtige ist, steht da Shot, steht da Killer oder steht da Türkisch? Dann wisst ihr, wie die Form ist. Wir haben jetzt aber sozusagen die Shot-Variante, was eine flache Türkisch-Variante ist. Und die soll eben auch besonders sparsam sein. Das heißt, wir haben hier insgesamt 6 Köpfe, wobei Low Load und Low Lip natürlich relativ ähnlich sind. Der einzige Unterschied ist, also das Depot ist dasselbe, das Material ist dasselbe, nur dass der Low Lip halt höher ist, so eine normale Kopfform. Und der Low Lip ist halt wie so ein krass zusammengestauchter Kopf. Aber kommen wir erstmal zu den 2 Köpfen, die wir jetzt anhaben. Alex, deine Meinung? Darkside Shot. Ich bin sehr, sehr happy mit dem Darkside Shot. Ist, glaube ich, einer der Mehrlochköpfe, die wenig verbrauchen, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Performance haben. Ich benutze ihn auch zu Hause sehr, sehr häufig. Und ja, kannst du auf jeden Fall ganz entspannt eine Stunde mit rauchen, so wie ich ihn jetzt gebaut habe. Du hast ja fast mehr Tabak drin, als man normal braucht. Also genau. Du hast jetzt hier 13, 14 Gramm. Wir haben es euch eingeblendet, was es genau ist. Ja. Ich würde fast sagen, die meisten Leute bauen den noch mit deutlich weniger Tabak. Du kannst den ohne Problem, wenn du möchtest, auf jeden Fall mit 10 bis 12 Gramm bauen, würde ich sagen. Also ich habe mir schon relativ hoch gebaut auf Randhöhe. Musst du nicht machen, du kannst ihn auch auf unteren Rand bauen. Und du kannst natürlich noch mal fluffiger bauen. Ihr habt ja am Ende gesehen, ich habe ein bisschen angedrückt. Mache ich mal. Es ist einfach eine Angewohnheit von mir, weil ich dann sage, okay, ich rauche dann lieber die 60 bis 70, 80 Minuten, anstatt dann 45. Ja, kann ich nachvollziehen, aber 45? Hast du mit dem echt mal nur 45 Minuten geraucht? Ich nicht, weil ich baue einfach meine Mehrlochköpfe immer so. Weil ich würde auch aber sagen, selbst wenn du mit 12 baust, kannst du den locker eine Stunde rauchen. Ich denke auch, dass du den locker eine Stunde rauchen kannst. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, beziehungsweise Darkset selber sagt ja, der ist ausgeht für eine halbe Stunde. Ein paar sagen, die benutzen den wirklich für kurze Sessions so 45 Minuten rum. Ja. Wenn den halt wirklich wie angegeben mit 10 bis 12 Gramm bauen. Ich persönlich sage, wenn ihr den so baut, wie viel haben wir gesagt, 13, 14 Gramm, ja, könnt ihr ganz, ganz easy eine Stunde bis eineinhalb Stunden rauchen. Anderthalb hast du auch schon rausgekitzelt? Bis maximal, ja. Also ja. Am Ende war halt da wirklich, war nicht mehr viel. Nee, da war nicht mehr viel. Okay, ja. Ich habe mir den Quantum gebaut mit unter 12 Gramm und das ist halt schon eine Ansage, ne? Weil die 2 wichtigen Stufen oder die wichtige Stufe ist eigentlich immer unter 12,5 Gramm zu bleiben, weil dann haben wir aus einer 25 Gramm Packung halt 2 Köpfe. Das heißt, der Moshai Quantum mit unter 12 Gramm ist, selbst wenn man ein bisschen Spiel beim Tabak einrechnet, für es bleibt mal was in der Dose hängen, es bleibt mal was in dem Zipper hängen oder so, ist der Moshai Quantum, ich würde fast behaupten, der mit Abstand sparsamste überhaupt, den wir auf der Liste haben, von allen, sei es ja Mehrloch oder Funnel. Würde ich auch sagen. Ich muss aber auch sagen, dass der einer der zickigsten ist. Mhm. Also ich habe den jetzt 5-6 Mal geraucht und von den 5-6 Köpfen war die Hälfte gut. So langsam komme ich wieder dahinter. Ich habe ihn zum ersten Mal beim Marc geraucht, da lief er gut. Dann habe ich ihn selbst zu Hause gebaut, ohne dass der Marc drüber geguckt hat. Er wusste natürlich schon, wie er den gebaut hat. Da habe ich wirklich ein paar Mal gestruggelt. Jetzt läuft der gerade wunderbar mit einer Kohle drin und einer auf Kipp. Moshaik sagt, der ist so leicht, der wiegt ja nur 170 Gramm jetzt im Vergleich zu einem Low Load oder Low Lip oder auch Darkside und Cosmo. Also die wiegen alle super viel, alle so um die 300, manche sogar drüber Gramm. Und der wiegt fast die Hälfte. Ja. Und Moshaik sagt, das ist für besonders gutes Hitzemanagement. Also habe ich jetzt in der Vergangenheit immer andersrum verstanden. Je mehr Material, umso träger, umso angenehmer und leichter ist das Hitzemanagement. Wenn man aber erstmal dahinter kommt, ist er sehr, sehr angenehm rauchbar. Also wie zum Beispiel jetzt mein Kopf, der läuft butterweich. Und das mit 11 Gramm. Das ist schon wirklich eine krasse Ansage. Ich kann mir vorstellen, dass sie das so herleiten, weil umso leichter der Kopf, umso direkter ja natürlich die Hitzeverteilung, weil umso umso weniger Material muss die Hitze durchlaufen, sage ich mal. Und dadurch, dass du ja nur mit 12 Gramm rauchst, sagen die, okay, wir wollen gar nicht, dass der sich komplett aufheizt, wie du es jetzt bei einem... Oder halt eben schneller. Genau. Ja, ja genau. Sondern nicht wie bei einer großen Türkischbowl, die wirklich lange braucht, bis sie wirklich anläuft. Aber du hast natürlich auch mehr Gramm, die du verrauchen kannst. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, bei diesen sparsamen Köpfen, die wir haben, ist ja die Kohle weniger der limitierende Faktor. Das stimmt. Also als damals alle mit plus 20 Gramm in ihren Köpfen geraucht haben, war ja eigentlich der einzige limitierende Faktor, dass am Ende irgendwann die Hitze von der Kohle nicht mehr da war. Und das wird ja bei den Köpfen ein bisschen weniger so. Das heißt, ob der jetzt 5 oder 10 Minuten zum Aufheizen braucht, ist ja bei so sparsamen Köpfen ein bisschen irrelevanter. Ja. Ja. Wenn du den bewerten müsstest auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bis 5, dann machen wir die normale 1 bis 10 Skala. Mhm. 1 bis 10 Skala für sparsame Köpfe. Für jetzt sparsame nicht Köpfe, nicht für... Ja, für sparsame Köpfe. Für sparsame Köpfe würde ich dem auf jeden Fall doch eine 8,5 würde ich mir auf jeden Fall geben.
Dem Shot. Dem Shot? Ja. Hätten wir vielleicht dazu sagen sollen, wir sind beim Darkside Shot. Ich würde dem tatsächlich auch 9 geben. Ja. Weil ich finde, für einen sparsamen Mehrloch ist das wirklich so nahezu das Nonplusultra. Es gibt einen Stern Abzug für den Preis. 30 Euro, gerade in der Kategorie Mehrloch, ist schon sehr, sehr das viel. Stimmt, ja. Weil so ein Dark, so eine Cosmo kriegst du halt für 15. Ja. Das ist die Hälfte. Und das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich an dem Kopf bemängeln kann. Ich würde es jetzt schon, ich weiß ja, wie Cosmo Balls funktionieren, und ich wollte das jetzt eigentlich nicht vorziehen, aber ein halber Punkt Anzug wäre für mich auf jeden Fall noch das Hitzeverhalten, weil ich weiß, dass ein Cosmo Ball nochmal deutlich ein besseres Hitzemanagement... Findest du deutlich besser? Durch das Material, ja. Okay, krass, ich hätte sagen, gesagt, ein Ticken besser. Ja, kann man jetzt drüber streiten, aber ich würde es... Okay, lass streiten. Auf jeden Fall besser. Ja, aber nur ein bisschen. Deswegen halber Punkt. Also nur ein bisschen. Genau. Okay. Ja, kann ich mit reingehen. Ich würde dem Mosaic Quantum 7,5 Punkte geben. Die 2,5 Punkte Abzug übrigens, der kostet 17 Euro, 18 Euro, 17,90 Euro oder 16,90 Euro? Die nehmen einen immer hops mit diesen 90, Digga. Dann siehst du 17, merkst du 17. 17 oder 18 Euro kostet der Kopf, was für ein Funnel auf der anderen Seite schön günstig ist. Gerade verglichen mit den Funneln, die wir hier haben, weil die kosten dann 30 und 25. Das heißt, das ist nochmal eine ganze Ecke günstiger. Ich würde ihm 2,5 Sterne abgeben für erstens Material. Mhm. Ich hätte gerne mehr Material gehabt. Also für mich geht die Rechnung weniger Material, anderes Hitzemanagement in dem Fall nicht so gut auf. Mhm. Ich hätte gerne mehr Material gehabt. Und auf der anderen Seite, der massivste Abzug ist für die Benutzerfreundlichkeit, wie einfach er zu handeln ist. Weil man muss sich schon wirklich erstmal richtig auf den Kopf einlassen und richtig lernen, damit umzugehen. Wenn man das dann aber raus hat, ist das für die 17, 18 Euro und die beste Tabaksparmaßnahme von allen Köpfen, die wir hier haben, echt eine gute Sache. Ja. Ja. Aber am Anfang habe ich echt ein bisschen mit gestruggelt. Ja, ist halt einfach schwierig zu bauen und dann, finde ich, bei dem Kopf baust du fast, oder... würde ich fast automatisch auch Kontakt bauen, was natürlich für viele auch wieder... Ja, also das muss man auch ganz klar dazu sagen, den Kopf auf Abstand bauen ist fast unmöglich. Genau. Super flaches, aber super breites Depot. Ist denke ich mal auch für viele nochmal wichtig, weil viele ja gar nicht auf Kontakt bauen. Viele sagen ja, ich rauche lieber auf Abstand. Und da ist der Kopf natürlich nochmal viel schwieriger zu handeln. Ja, also da auf jeden Fall Finger weg vom Quantum. Das ist für Leute, die mindestens Noppen/Balkenkontakt rauchen wollen. Aber so zu den ersten zwei Köpfen. Yes. Durch. Über Rauchdauer haben wir ja schon bei beiden gesprochen. Ich würde sagen, mit dem Quantum sind es bei mir meistens so 1,15. Und im Schnitt hast du dasselbe auch beim Shot, würde ich sagen. Es kommt halt bei der Rauchdauer immer so ein bisschen auf die Tabakmenge an, ne? Und die ist halt bei all diesen Köpfen ein bisschen niedriger. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, all diese Köpfe sind ungefähr bei einer Stunde und 15 Minuten. Ja. Kann man schon so generalisieren. Und speaking of andere Köpfe, wir bauen jetzt die zweite Runde. Genau. Deswegen, Alex, du musst noch... Achso, den Kopf hast du erstmal nur vorne hingestellt. Ja, ich weiß auch noch gar nicht, was ich bauen soll. Deswegen baue ich erstmal deinen. Geil. Ich wusste übrigens gar nicht, dass mir der Alex mitbaut, aber der hat den einfach so selbstverständlich mitgenommen, dass ich... Achso, das ist mittlerweile Angewohnheit. Achso, ja, finde ich gut. Du kannst ihn auch gerne bauen. Nee, ich habe mich jetzt richtig auf ein Köpfchen von dir gefreut, Alex. Du hast einfach nur gar keinen Bock, einen Kopf zu bauen. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen... Mir wird von dem Meister Alex höchstpersönlich ein Köpfchen zubereitet. Okay, Entschuldigung. Wir starten rein mit dem Hukain Lowlip und bauen da jetzt einen Dark Plant Virginia Mix. Und zwar starten wir rein mit ein bisschen Pyrex von Holster. Ihr seht, 230 Gramm wiegt der ganze Kopf. Und auch hier versuchen wir natürlich relativ fluffig zu bauen. Nichts zu andrücken für ein schönes Ergebnis. Werden das Ganze wahrscheinlich auch wieder auf Kontakt bauen. Das heißt, ihr könntet den, wenn ihr wollt, natürlich auch auf Abstand bauen. Aber dann haben wir natürlich hier das Problem, wie raucht ihr am liebsten? Das heißt, ihr könnt den bestimmt noch ein bisschen mit weniger Tabak bauen, aber wir rauchen beide relativ gerne auf Noppen oder Vollkontakt. Und ja, genau. So, dann machen wir weiter mit dem Razzery von Blackburn. Schöner Himbeertabak. Und ja, ansonsten Depot vom Lowlip auf jeden Fall sehr angenehm zu bauen. Auch sehr einfach zu bauen, finde ich, dadurch, dass es sehr, sehr gerade ist und habt ihr eigentlich so gut wie gar keine Probleme. Wir werden natürlich am Ende den Tabak noch ein bisschen verteilen, die typische Donut-Form wahrscheinlich noch reinmachen, aber jetzt erstmal so ein bisschen grundlegenden Tabak reinpacken und dann sollte das eigentlich alles auch schon passen. Ich sehe schon hier in der Ecke, könnt vielleicht noch so eine kleine Ecke rein, wenn ich das hinkriege. So, ich merke gerade, ich habe wieder nicht auf die Waage zurückgestellt, das heißt, müssen wir ja rechnen. Sehr, sehr schlau von mir auf jeden Fall.
wäre richtig unfähig gewesen. Aber es, da kommt dann einfach eine Einblendung und ich hoffe, der Chat hat sich gemerkt, bei wie viel wir am Anfang waren. Waren es 230? Ich glaube, es waren 230. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Strawberry Jam reinmachen, wenn ich die Dose aufkriege. Ich krieg's die nicht auf. So, jetzt haben wir's. Strawberry Jam, schöner Erdbeertabak noch mit rein. Klein, sehr, sehr süß, aber finde ich eigentlich relativ lecker. Gerade für eine Erdbeere, so ein bisschen Erdbeermarmelade soll es in die Richtung sein. Und so schon wieder fast so viel, könnte auf jeden Fall weniger Tabak sein. Aber wir sind jetzt bei 243 Gramm. 242? Ja. Aber das Ganze natürlich ein bisschen schöner machen. So, natürlich Tabak vom Rand weg. Machen das Ganze gleich auch noch im Pfannenloch. Ansonsten ein bisschen verteilen, dass ihr alles ungefähr auf einer Ebene habt. Aber ich denke mal, die meisten kennen das ja schon von euch. Und dann sollte das auf jeden Fall ein angenehmer Kopf werden. Wie schon gesagt am Anfang, wird auf jeden Fall ein Kontakt-Setup. Das heißt, ihr könnt da auf jeden Fall auch nochmal so 2, 3, 4 Gramm abziehen, wenn ihr den auf Abstand bauen wollt. Fällt gerade auf, ich habe ewig keinen Pfannen mehr gebaut. Aber so sind wir jetzt auf jeden Fall fertig. 242,4. Machen jetzt noch den Rand natürlich sauber und dann sollten wir auch gut ready sein damit. Dann gehen wir rüber zur Cosmo Bowl Shot. Da sehen wir auch schon 268 Gramm, 270 Gramm. Schon ein bisschen schwerer Kopf. Auch sehr gutes Hitzeverhalten, wie ich finde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen hier an. Erstmal die Waage zurückzustellen und machen hier natürlich wieder einen Dunklet-Mix rein und starten da mit dem Einoplek und natürlich Meerlochkopf immer schön fluffig bauen und am Ende nur noch so ein bisschen verteilen. Gar nicht großartig andrücken. Nehmen dazu noch ein bisschen Chupa-Krupa von Blackburn, aber wie gesagt, Meerlochköpfe eigentlich sehr, sehr einfach zu bauen in der grundlegenden Form. Gibt natürlich so ein paar Hacks bzw. so ein paar Kniffe, die man beachten könnte, gerade wenn ihr so am Anfang ein bisschen Probleme habt, von wegen Durchzugsloch und so weiter. Aber eigentlich, wenn ihr sehr, sehr locker baut, habt ihr da gar keine Probleme mit. So, und an sich reicht das jetzt auch schon völlig aus vom Tabak. Ja, da könnt ihr, ich baue wieder auf Randhöhe. Das heißt, ihr könnt ihn auch wieder ein bisschen weiter unter den Rand bauen, wenn ihr wollt. Wir sind jetzt schon bei 13 Gramm. Das heißt, ich würde sagen, könnt ihr ihn auch auf jeden Fall so mit 10 bis 11 rauchen, wenn ihr noch ein bisschen sparsamer sein wollt. Aber ja, hier einfach nur noch ein bisschen rundherum verteilen, dass wir das alles auf einer Ebene haben. Und dann ist das auch schon fertig. So, wir sind hier bei 13,1 Gramm. Wie gesagt, ich denke, wenn ihr noch sparsamer rauchen wollt, gehen da auf jeden Fall auch 10, 11, 12. Ja, genau. Fertig. Und wir reden noch über die nächsten zwei Köpfe. Kopfbau habt ihr ja gesehen. Der liebe Alex hat beide gebaut. Wir haben einmal die Cosmo in der Shot-Variante. Die gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Designs. Das ist jetzt die Cosmo Shot Predator. Predator steht für das Design. Und ich habe den Low Lip. Das ist sozusagen die andere Variante vom Low Load. Das sind vom Depot her dieselben Köpfe. Das heißt, wir können die auch relativ gleich behandeln. Nur, dass der Low Lip eben eine normale Kopfform hat, also einen dünnen Schaft und oben wird er größer und hat auch eine normale Höhe. Und der Low Lip ist halt so ein zusammengestampfter, extra kleiner Kopf. Was auf kleinen Pfeifen sehr, sehr cool aussieht und auf der Breeze jetzt vielleicht sogar cooler aussehen würde. Aber ich wollte den Low Lip nochmal rauchen. Alex, was sagst du? Ich rauche die Shotball von Cosmo auch sehr, sehr gerne zu Hause und muss sagen, ich bin damit super happy. Also das Hitzeverhalten von Cosmo Balls allgemein, also allein durch das Material und wie die Hitze verteilt wird in dem Kopf selber, ist super gut. Die Shot-Variante verbraucht gerade mal 13 Gramm Tabak und deswegen den kannst du auch locker eine Stunde rauchen und wäre auf meiner Skala auf jeden Fall auch ein 9 von 10. Hast du sogar 9 von 10. 9 von 10, vielleicht sogar 9,5. Andere Frage. Ja. Wenn der eine 9,5 von 10 ist, ja. Wenn du dich für einen zwischen Darkside Shot und Cosmo Shot entscheiden müsstest, welcher wäre es? Auf jeden Fall Cosmo. Ja? Ja. Ich würde auch für den Cosmo gehen. Also ich sag dir den Vorteil vom Darkside, ich finde den verdammt schön, den Kopf. Vom Design her ist der wirklich sehr, sehr schön. Aber findest du, die Cosmo Ball hängt dem Shot, also dem Darkside-Shot in irgendwas nach, was Design angeht, außer dass der halt ein bisschen kleiner ist und da ein bisschen besser zu kleineren Pfeifen passt? Also ganz subjektiv jetzt, ich finde den Darkside-Shot so clean, dass ich ihn ein bisschen schöner finde. Ja. Performance-mäßig finde ich beide saugut, aber preis-leistungsmäßig gewinnt der Shot halt für mich. Bei den gibt es für 15 Euro ohne Rabatt, der Cosmo gewinnt für mich bei Preis-Leistung, weil, wie wir eben schon gesagt haben, der ist mit dem Darkside-Shot, sie sind sehr, sehr nah von der Performance aneinander. Der kostet halt die Hälfte. Ohne Rabatt. Klar, den Darkside Shot kannst du auch mit Rabatt finden, aber die Cosmo, wenn du da noch einen 10%-Code findest, dann zahlst du 13,50 Euro für den Kopf. Und wenn ihr mal ein Meerloch haben wolltet und ihr einen günstigen kaufen wollt, der Cosmo performt überragend für ein Meerloch und 13,50 Euro ist geisteskrank. Ja. Vor allem für die Qualität, die man bekommt. Genau.
Also beide saugeil. Für mich gewinnt der Darkseid ein bisschen bei der Optik. Ich finde dieses Cleane und dann auch noch mit dieser kleinen Ummantelung, das stimmt, dass man ja den ein bisschen anfassen kann, finde ich schon sehr nice. Aber die Cosmo ist auch übel geil. Und hast du schon Low Lip? Nee, habe ich noch nicht. Aber Low Load? Ja. Was sagst du zum Low Load? Low Load bin ich an sich auch super happy dafür. Also für einen Funnel auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, wenn ihr Tabak sparen wollt. Vor allem, was bei Low Lip und Low Load halt... Da kommt man schnell durcheinander, ne? Low Lip. Ja. Aber was bei den Köpfen halt wirklich mega gut ist, ist einfach die Bauweise. Also bei den Köpfen könnt ihr quasi keinen schlechten Kopf bauen. So, ihr müsst natürlich ein bisschen darauf achten, dadurch, dass das Depot wirklich relativ flach ist, dass ihr nicht so hoch baut, wenn ihr das nicht wollt. Also ihr habt ja gesehen, ich habe auf Abstand, nicht auf Abstand gebaut, sondern auf Kontakt. Ich wollte gerade sagen, auf Abstand hätte ich mich schon beschwert. Aber grundsätzlich ist der Kopf eigentlich super easy zu bauen. Ja, finde ich auch. Also Low Load und Low Lip, wie der Alex schon gesagt hat, bin ich komplett dabei. Man muss am Anfang ein bisschen darauf achten, dass man nicht zu hoch baut, aber man kommt sehr, sehr schnell rein. Am Anfang tendiert man dazu, ein bisschen zu viel Tabak zu nehmen und baut dann ein sehr krasses Overpack, was man auch rauchen kann. Aber man muss sich dann ein bisschen zusammenreißen und wirklich versuchen, mal schön sparsam zu bauen. Und dann läuft der Kopf aber bei mir persönlich immer so zwischen 11,5 bis 13,5 Gramm, manchmal sogar 14. Es kommt halt immer drauf an. Ich rauche halt sehr viel Overpack, also viel Vollkontakt. Und wenn du dann noch, wie bei mir, sehr oft sehr viel Must-Have mit drin ist, Must-Have ist halt super fein und super feucht, da kann das halt schnell passieren, dass du doch mal auf 14 Gramm kommst. Das ist natürlich deutlich mehr, als Hukain jetzt vorher mit den 8 Gramm angegeben hat. Die 8 Gramm oder die Grammanzahlen bei Hukain sind meistens mit der Nature Base gemessen. Die ist ein bisschen ergiebiger und ein bisschen fluffiger, dann hast du weniger Tabak drin. Plus, die Jungs bauen halt immer auf Abstand bzw. ein ganz leichtes Noppenkontakt-Setup, weil sie sagen, so rauchen halt die meisten Leute ihre Pfeife. Ist okay. Aber lasst euch von mir gesagt sein, wenn ihr eher so wie ich raucht, auf dem Vollkontakt und da halt viel feuchter und feingeschnittener Tabak drin ist, dann kann das natürlich deutlich mehr sein als diese angegebenen 8 Gramm. Trotzdem sind 14 Gramm natürlich extrem sparsam. Also 14 Gramm ist jetzt so langsam das Ende, wo ich sagen würde, ist nicht mehr so ultra sparsam. Aber trotzdem, wenn man sich überlegt, was wir früher so in den Köpfen verraucht haben, da war es gang und gäbe, dass wir irgendwas zwischen 20 und 25 Gramm drin hatten. Und verglichen mit 20 Gramm sind das immer noch 25% weniger Tabak pro Kopf. Das heißt, statt 4 Köpfe können wir dann 5 rauchen. Genau. Ja. Und das ist schon heftig. Und wie gesagt, wenn man es drauf anlegt, kann man noch deutlich sparsamer bauen. Dann haben wir noch einen weiteren auf der Liste, den wir jetzt heute nicht geraucht haben, den ich aber auf jeden Fall erwähnen will. Und zwar ist das der Magellan. Du hast den schon vor 2 Jahren getestet, hast du gesagt? Ich habe vor 2 Jahren schon den Prototyp getestet und ich so vom Look her, vom Gewicht her, würde ich sagen, der hat sich auch nicht mehr viel verändert. Ja. Aber die finale Version hast du noch nicht geraucht. Die finale Version habe ich noch nicht geraucht. Du warst nicht so begeistert von dem Prototyp? Ich persönlich fand den nicht so gut. Und was ich auch nicht so cool finde, ist halt, dass du zwingend Sieb brauchst. Also ich bin so ein Typ, ich verliere gerne mal meinen Siebe. Also habe ich auch schon Angst vor. Früher sehr, sehr oft. Und das ist schon für mich ein Punkt, so dass du ein Zusatzprodukt brauchst, um den Kopf überhaupt rauchen zu können. Ist schon so ein Ding, wo ich sage, weiß ich nicht. Dann kommt noch der Preis dazu, der ja auch bei... Der kostet, glaube ich, 40. 40? Ohne Angebot. Ja, ich gucke nochmal nach. 40 aber ich oder 50? 40. Wusste ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Gerade im Vergleich zu den Köpfen, die wir jetzt gerade hier stehen haben. Und da muss ich sagen, wenn man das als Mehrlochkopf sehen will, weil ist es ja nicht wirklich ein Funnel, ist es ein Einloch? Ja, es ist, also ich sag von 40 Euro, normal 40 Euro. 50, der ist gerade im Angebot. Okay. Er ist natürlich von der Aufmachung wie ein Funnel ohne das finale Stück vom Loch, aber im Endeffekt würde ich jetzt schon sagen, ist es in der Kategorie mehr Lochköpfe, auch wenn es nur ein Loch ist. Genau, ja. Aber er baut sich und raucht sich wie ein Mehrlochkopf. Ja, und dann würde ich sagen, würde ich jedes Mal eher zum Darkseid Shot oder zur Cosmo Shot greifen als zum Magellan. Gerade wenn du überlegst, auch was wir hier preislich stehen haben. Also, wenn du es so sagst, wird es mir gerade erstmal bewusst, wenn ich den mit einem Darkseid Shot vergleiche. Oder mit einer Cosmo-Shot vor allem. Mhm. Sagen wir mal, die Cosmo-Shot für 15 Euro. Ja. Dann wüsste ich auch nicht, warum ich 40 Euro für den Kopf bezahlen soll. Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Optik finde ich cool. Ist halt super clean und schön das weiß, stimmt, was du bei Mehrlochköpfen oft vergebens suchst. Ja. Gibt es wirklich weniger. Wenn einem das wichtig ist, würde ich sagen, der Magellan. Aber wie du schon sagst, gerade wenn du es mit einem Shot vergleichst, für 15 Euro ist der Shot halt wirklich schon sehr, 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 sehr schwer zu schlagen. Ich habe ihn gerne geraucht, ich habe ein paar echt gute Köpfe drin geraucht. Auch das Porzellanmaterial, was da verbaut sein soll,
theoretisch, soweit ich weiß, ist jeder Ton, der gebrannt wird, Porzellan. Von daher, ne, keine Ahnung. Er lief bei mir sehr, sehr gut. Mhm. Also die ersten Köpfe liefen bei mir sogar überraschend gut. Und auch vom Flavor her sehr, sehr lange an und so, dass ich schon positiv überrascht wäre. Ist das 25 Euro mehr wert? Da wird's wirklich schwer. Da wird's wirklich schwer. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem einen geilen Überblick über sparsame Köpfe geben konnte. Ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr wichtig, ob ihr lieber Mehrlochköpfe raucht, ob ihr lieber Funnelköpfe raucht. Ich finde, einen von diesen Köpfen kann man auf jeden Fall zu Hause haben. Auf lange Sicht werdet ihr mit den Dingern auf jeden Fall Kohle sparen. Und gerade mit der 25-Gramm-Regelung und dem etwas teurer gewordenen Tabak können wir da ein bisschen gegenhalten. Und ich finde, das ist auch die richtige Stelle, um gegenzuhalten. Von daher große Empfehlung, falls ihr noch keinen sparsamen Kopf habt, auf jeden Fall mal reingucken. Genau. Genau.